Heute gibt es 15 Arten, seine Freundin zu küssen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Der Nerd. So, Brille sitzt, ich kann alles gut erkennen. Propeller auf dem Kopf funktioniert. Jetzt wird es Zeit, das Mädchen meiner Träume zu küssen. Du bist bereit, du schaffst das. Und so sieht sie gut aus? Ganz toll. Hast du auch meine Brille? Oh ja, die steht dir ausgezeichnet gut. Magst du auch meinen Propeller? Oh, der dreht sich sogar. Findest du, ich bin der süßeste Nerd? Aber sowas von. Ich bin aufgeregt. Der Handkuss. Ich bin aufgeregt. Ich werde jetzt das erste Mal einem Mädchen einen Handkuss geben. Und zwar ihr da vorne. Redest du von mir? Junge Dame, ich brauche mal einmal ganz kurz ihre Hand. Wow, sie haben schöne Hände. Darf ich einmal kurz was probieren? Wie hat sich das angefühlt? Schau mal, ich habe sogar noch die Spuren ihrer Lippen auf meiner Hand. Ich hoffe, das machen wir irgendwann noch einmal. Der Zungenkuss. Die küssen sich ja interessant, Maybrit. War es nicht so ein Zungenkuss oder so? Kann sein. Möchtest du den auch mal ausprobieren? Weiß ich nicht. Wir kriegen das hin. Bist du bereit? Mund auf. Okay, wir müssen es noch einmal den Zuschauern richtig vormachen. Bist du bereit? Nein. Das war der mehr oder weniger geglückte Zungenkuss. Wie fandest du den? Oh nein. Der Beißer. Okay, Freunde, der nächste Kuss ist tatsächlich der Beißer. Maybrit, die muss ich gerade vorbereiten, die weiß noch gar nicht von ihrem Glück. Und zwar geht das ganz wie folgt. Man nimmt so, das ist jetzt hier so Maybrit. Und dann macht man einfach so. Was ist der nächste Kuss? Gargalka, komm her. Maybrit, du musst mir jetzt deine Lippe geben. Gib dir meinen Mund. Du musst sie so ein bisschen vormachen, sonst muss ich echt zu doll ziehen. Fandest du den Beißer? Oh, das ist eine minus 1 von 10. Der Bestecher. Also Freunde, der letzte Kuss, der Beißer, der war ein bisschen, naja, aggressiver. Deswegen muss ich Maybrit jetzt als nächstes bestechen, damit ich einen Kuss bekomme. Also, ich bin wieder zurück. Maybrit ist auch jetzt gerade noch nicht in ihrem Zimmer drin. Deswegen konnte ich hier gerade alle Sachen zum Bestechen einmal vorbereiten. Und das Allerwichtigste, was auch noch zum Bestechen fehlt, das hier ist tatsächlich ein neues Eierkopf-T-Shirt, genau in Maybrits Größe. Das ist ihre Lieblingsfarbe, rot. Und wenn ihr diese ganzen Sachen auch haben wollt, dann solltet ihr schnell sein, denn am 5.10. um 10 Uhr kommt sowohl das Musikvideo raus, als auch der neue Merch. Ist streng limitiert auf 750 Stück. Und natürlich auch das Eierkopf-Buch vorbestellen, Freunde. Denn wenn ihr vorbestellt, dann bekommt ihr ein exklusives Video. Und in diesem exklusiven Video zeige ich euch, wie der Horrorclown ohne Maske aussieht. Maybrit, du kannst reinkommen, aber Augen zu. Hallo. Kannst du die Tür zumachen mit Augen zu? Okay, dann folge meiner Stimme. Hier bin ich. Ey, hallo. Hinsetzen. Ja, super. So, und jetzt, Maybrit, darfst du einmal die Augen aufmachen. Und dann dreh dich einmal um. Ist das Merch, Süßigkeiten und ein Handy? Maybrit, ich weiß ja, wie sehr du aktuell Brawl Stars gerne spielst. Ja. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass du ab jetzt immer meinen Brawl Stars Account mit benutzen darfst, wenn ich mal nicht spiele. Auch die Janette Skins? Ja. Dankeschön. Hey! Du hast dich doch gefreut, oder? Ganz toll. Ja. Der Luftkuss. Maybrit, was machst du gerade so? Ich bin gerade am Handy. Das war ein Luftkuss. Der eine Minutenkuss. Okay, Maybrit, bist du bereit? 3, 2, 1. Meine Nase ist verdrückt. Oh. Meine Nase. In den Lippen.
Was hattest du in den Lippen? Ein Krampf. Ein einzigartig zusammenschweißendes Erlebnis. Niemanden hätte ich länger geküsst als dich. Der Spider-Man-Kuss. Ich muss jetzt machen. Soll ich schnell machen? Ich muss jetzt machen. Okay. Was machst du? Habe irgendwie nicht so gut getroffen beim ersten Mal. Ah, kannst du meinen Kopf wieder hochmachen? Ach, der Stirnkuss. Das war toll. Der Flexer. Yo, yo, yo. Seh ich nicht krass aus, Alter? Ich hab die dicken Batzen am Start. Guckt euch das an. Alter, das ist das ganze Geld, was ich dem Horrorclown abgezogen habe. Und damit werde ich jetzt mal richtig vor Maybrit rumflexen. Passt mal auf. Hey, Puppe. Batzen auf den Tisch. Ich zahl gar nichts. Ich will einen Kuss. Nein. Wieso nicht? Das sind locker 5 Millionen Euro. Nein. Warte, Freund, ich muss mal kurz was ausprobieren. Hi, Maybrit. Hallo, Kevin. Wo warst du gerade? Da war gerade so ein Irrer hier. Wo kommt das Geld her? Keine Ahnung, auch bei diesem Irren. Darf ich dir einen Kuss geben? Du ja. Der andere wollte mich auch küssen. Echt jetzt? Ja, verrückt. Wollte er dich bestechen mit dem Geld? Ja, aber eklig, oder? Und damit merkt ihr, man kann eine Frau nicht mit Geld zu einem Kuss bestechen. Das ist ganz, ganz wichtig. Der romantische Kuss. Freunde, ihr seht, für diesen Kuss habe ich tatsächlich einmal wunderschöne Blumen hier geholt. Und Maybrit ist jetzt gerade noch oben in dem anderen Zimmer. Und ich werde sie dann gleich runterholen. Ihr sagen, sie soll sich nochmal mit Augen zu da vorne hinsetzen. Und dann werde ich das Licht ein bisschen dimmen und Maybrit dann in gedimmtem Licht diesen wunderschönen Blumenstrauß übergeben. Und dann gibt es einen romantischen Kuss. Auf geht's. So, Maybrit, Augen zu und mir einmal folgen. Nein, hier lang. Immer hoch. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Stopp, wo eierst du hin? Ja, da ist ein Stuhl. Ja, toll. Das hast du toll gemacht. Und jetzt geht es los. Achtung, Maybrit. Hand auf. Hand auf. Hast du? Maybrit, du darfst einmal gucken. Sind das Blumen? Ja, die habe ich extra für dich geholt. Krieg ich da auch eine Belohnung für? Das ist toll. Der heimliche Kuss. Halliges Max, ich muss euch was Krasses sagen. Jemand meinte gerade zu mir, dass mein Bruder und seine Freundin, dass sie das Verbotene machen. Und dass sie so heimlich das Ganze machen. Ich muss mal einmal hier ganz dringend schauen. Boah, ich bin jetzt hier bei dem Zimmer von Maybrit angekommen. Ich drehe mal kurz die Kamera. Bah! Das ist ja voll eklig, was die da machen. Schnell weg hier. Bah, das ist ja richtig eklig, Alter. Das darf man nicht zeigen auf YouTube. Der kleine Junge. Maybrit? Ja? Ich hab Sachen für dich geholt, weil ich dein Freund Kevin bin. Kevin, warum klingst du denn so komisch? Warte kurz, ich hab ein... Hund im Hals. Maybrit, darf ich dir einen Kuss geben? Darf ich davor einmal meine Augen aufmachen? Irgendwie klingt deine Stimme heute so komisch. Das stimmt gar nicht. Max, was machst du denn hier? Über den Kuss? Da müssen wir noch mal mit Kevin drüber reden. Was? Einen einzigen Kuss darfst du ihm ganz vorsichtig auf die Wange geben. Ich habe mit deinem Bruder zu Ende telefoniert. Ja? Jetzt musst du mal kurz die Augen zumachen. Ja. Augen zu? Ja. Ich habe nicht gehört. Nochmal. Das war genug. Der Wangenkuss. Maybrit? Ja. Du wolltest den Zuschauern mal einen besonderen Kuss zeigen. Das stimmt. Den finde ich toll. Oh, nochmal sogar. Nochmal. Oh, Alter. Verschiedene Teile der Wange habe ich geküsst. Fünfmal sogar. Der vorsichtige und unerfahrene Kuss. Schönes Wetter heute, oder? Fand ich nicht. Es hat geregnet. Die
Waschmaschine. Okay, Maybrit, ich muss dir jetzt einen ganz coolen neuen Kuss zeigen, okay? Den habe ich im Internet gesehen. Okay, Mund ein bisschen auf musst du dafür machen. Nochmal so ein bisschen weiter, weiter, weiter. Rette mich jemand. Nur einmal Waschmaschinenkuss. Nein, danke. Magst du den nicht? Nein. So sieht dieser Kuss aber eigentlich aus. Festhalten muss man. Was war denn das? War es gut? Ganz schlimm. Der Mundaufkuss. Du hast harte Zähne. Danke, du auch. Der hygienische Kuss. Für die eine Seite benutze ich dieses Old Spice. Und für die andere Seite haben wir jetzt quasi das hier, dieses Rexona. Aber jetzt kommt noch die wichtigste Sache, und zwar dieses Mundspray. Das war intensiv. Jetzt bin ich aber vorbereitet. Okay, Freunde, damit das Ganze möglichst gut wirkt, ziehe ich sogar nicht mein T-Shirt an. Gut schläft, wartet mal kurz. Kevin, was riecht denn hier so gut? Das habe ich gerade schon beim Reinkommen gerochen. Oh, Kevin, du riechst ja. Toll. Was sagst du zum hygienischen Kuss? Toll. Riech ich gut? Das ist toll.